Aurum. Dein Impuls am Sonntag. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wenn wir das sagen, ist es oft mit Schadenfreude verbunden. Den anderen wollte er aufs Kreuz legen, und jetzt liegt er selber da. Nicht nur böswillig ist er, auch noch dämlich dazu. Wie kann man nur? Jesus ist diese Schadenfreude fern. Auch auf die ach so schlauen Pharisäer und Schriftgelehrten schaut er mit einem mitleidigen Blick und wünscht sich, dass sie ins Leben zurückfinden. Mit dem Finger im Sand malend und einem einzigen Satz wendet er ihren Blick auf sich selbst zurück. Er verurteilt nicht, sondern lädt zum Nachdenken ein. Damit beendet er nicht Leben, sondern eröffnet Zukunft. Sein Mitgefühl und seine Einladung gilt den Schriftgelehrten genauso wie der Ehebrecherin und dir. Schau nicht auf die anderen. Komm erstmal in Ruhe zu dir selbst. Wenn du dich selbst erkennst, kannst du wachsen und dich verändern. Ich verurteile nicht. Ich möchte, dass du leben kannst. Bruder Harald, Kapuzinerkloster Stühlingen. Aurum, dein Impuls am Sonntag.